Internetvideos sorgen immer wieder für Sensationen. Wer hätte gedacht, dass eine schlafende Katze und ihr Baby 52 Millionen Mal angesehen würde? Oder dass ein Volkswagen-Werbespot 58 Millionen Abrufe bekommt? Und hätten Sie geglaubt, dass dieser bettelnde Hund sagenhafte 143 Millionen Klicks bei YouTube erhalten würde? Abrufzahlen, von denen nicht nur Filmschaffende, sondern auch Werbetreibende träumen. Doch warum sind einige Internetvideos so erfolgreich, andere dagegen nicht? Das soziale Netzwerk Twitter fand jetzt heraus, es gibt nicht eine, sondern drei verschiedene Möglichkeiten, einen Hit im Internet zu lancieren. User mit vielen Followern bei Twitter oder Facebook-Freunden sind dabei im Vorteil. Was sie posten, erhält automatisch eine große Öffentlichkeit. Aber auch Firmen und User ohne viele Fans im Internet können von den sozialen Netzwerken profitieren. Eine erste Möglichkeit, einem Video eine breite Öffentlichkeit zu verschaffen, zeigt eine Mini-Videoserie des schottischen Twitter-Users Ryan McHenry. Ryan Gosling won't eat his cereal. Zu Deutsch: Ryan Gosling will seine Cerealien nicht essen. Die 6-sekündigen Clips, hergestellt mit der Twitter-App Wine, basieren alle auf derselben Idee. Ein Löffel voll Cornflakes wird einem Videobild oder Plakat von Schauspieler Ryan Gosling angeboten, doch der wehrt ab. Diese Grafik zeigt die Verbreitung der Videos seit der Veröffentlichung durch Ryan McHenry am 27. April. In den ersten 3 Tagen passierte nicht viel. Doch dann stieß US-Comedian Anders Holm zufällig auf eine Folge und nach der ersten Weiterleitung an seine 450.000 Twitter-Follower, dargestellt in Blau, breitete sich das Video im Internet rapide aus. Dann folgten andere populäre Accounts mit ihren tausenden Followern. Es bedurfte also lediglich weniger Weiterleitungen von beliebten Twitter-Usern an ihre Follower, um die grotesken Mini-Videos weltweit bekannt zu machen. Einen anderen Weg der Verbreitung ging der kanadische Astronaut Chris Hadfield. Der setzte auf den an sich schon spektakulären Hintergrund der internationalen Raumstation ISS. Er sang Space Oddity, den Hit von David Bowie aus dem Jahr 1969, im Weltraum. Ground Control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Die Kuriosität des Videos führte zu einem schnellen Hype. 90% der Klicks bei YouTube fanden in den ersten 3 Tagen statt, durch Weiterleitung des Videos von User zu User, in der Grafik durch gelbe Punkte markiert. Insgesamt 17 Millionen Mal wurde das Video bei YouTube abgerufen. Warum sich das Video so schnell verbreitet hat? Ganz einfach. Commander Hadfield, der regelmäßig Videos aus dem Weltraum postet, hat selber fast 1 Million Follower bei Twitter und fast 500.000 Fans bei Facebook. Das Gegenteil, nämlich eine lang anhaltende Diskussion und vergleichsweise kontinuierliche Abrufzahlen, erzielte ein Werbevideo der Kosmetikmarke Dove. Immer wieder wurde das Video von Blogs und redaktionellen Internetseiten geteilt. 85.000 Mal wurde es weitergeleitet. Verantwortlich für diesen viralen Erfolg ist der engagierte Inhalt des Videos. Thema ist Selbstwahrnehmung. Ein forensischer Experte zeichnete dabei jeweils 2 Porträts von Frauen. Das erste entstand aufgrund von Selbstbeschreibungen. Das zweite nach der Beschreibung einer fremden Person. Der Clou: Die 2. Porträts, die nach der Beschreibung einer fremden Person angefertigt wurden, waren nicht nur grundsätzlich schöner. Sie waren auch realistischer. 55 Millionen Mal wurde das Video seit Mitte April auf YouTube abgerufen. Initialzündung waren dieses Mal die 17 Millionen Fans der Marke bei Facebook. Fazit: Die Twitter-Studie zeigt, es gibt nicht nur einen, sondern mehrere Wege zum viralen Hit. Und es ist dabei egal, ob die Autoren der Videos viele oder wenige Twitter-Follower oder Facebook-Fans haben. Denn mit den richtigen Multiplikatoren können auch User ohne große Fangemeinde für virale Sensationen sorgen.